Was ist und was macht eigentlich die gemeinnützige Wohnbauvereinigung Salzburg? Wer kann unter welchen Umständen die Leistungen des Salzburger Hilfswerks in Anspruch nehmen? Um diese und ähnliche Fragen zu klären, trafen sich in St. Johann über 40 Bürgermeister zu einem Informationsabend. Vier Unternehmungen und Dienstleister präsentierten ihre Produkte und Arbeitsweisen und wie der Verbraucher davon profitieren kann. Wir alle werden heute mit einer Flut von Informationen versorgt, besonders im Berufsleben. Um diese Tatsache mit dem Faktor Zeit so effizient wie möglich zu verknüpfen, entstand die Idee des Gemeindeinformationsabends. Gerade in den Gemeinden wird man ja sehr oft auch mit Fragen konfrontiert, was man oft nicht immer beantworten kann. Und daher ist auch das wichtig, wenn man dementsprechend viel Information hat. Die Salzburg Wohnbau, die gemeinnützige Bauvereinigung, das Salzburger Hilfswerk und die Salzburger AG informierten die anwesenden Bürgermeister, Vizebürgermeister und Amtsleiter mit wichtigen Daten und Fakten, die teilweise, wie einige Beispiele zeigen, wirklich erstaunlich sind. Ein durchschnittlicher Haushaltskunde zahlt in Salzburg derzeit nicht mehr als wie 1997, obwohl der Verbraucherpreisindex in diesem Zeitraum um 29% gestiegen ist, ist der Gesamtstrompreis für den Kunden in diesem Verbrauchssegment gleich geblieben. Wie kann man aber Strom sparen und vor allem mit welchem Ergebnis? Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Ich denke nur an die Zentralschalterleisten, wo man mehrere Geräte miteinander anstecken kann. Wenn man diese Zentralschalterleiste einschaltet, wenn man beginnt, zum Beispiel mit einem Fernseher oder mit einem Videorekorder zu arbeiten und dann wieder ausschaltet, sobald das vorbei ist, dann kann man den Standby-Betrieb für viele Stunden ausschalten. Das Gleiche gilt im Büro. Wenn jeder das Verhalten an den Tag legen würde, würde man in Summe in ganz Österreich etwa ein Donnerkraftwerk im Jahr einsparen können. Wenn das Zuhause schon älter ist, heißt das Stichwort thermische Sanierung. Und hier ist die gemeinnützige Vereinigung sehr eifrig, was die Sanierungsrate betrifft. Also im Vergleich zu nicht gemeinnützigen Bauträgern, also gewerblichen Bauträgern oder gewerblichen Besitzern von Objekten, liegt die Sanierungsrate bei den gemeinnützigen bei etwa 5-6%. Bei nicht gemeinnützigen liegt bei denselben Objekten die Sanierungsrate in der Größenordnung zwischen 1-2%. Und zu dem Wohlfühleffekt gesellt sich der finanzielle Aspekt dazu. Ein schlecht gedämmtes Objekt aus den 60er Jahren zum Beispiel, wenn man das entsprechend thermisch saniert, da kann man durchaus bis zu einem Drittel des ursprünglichen Heizenergiebedarfs kommen. Im Land Salzburg gibt es rund 24.000 Pflegegeldbezieher. Davon werden ungefähr 14.000 in Heimpflege betreut. Das belastet oft Familien, denn von den 14.000 werden natürlich dann viel von den pflegenden Angehörigen betreut, wobei das natürlich, man sagen muss, der größte Anteil von Frauen erledigt wird und die Frauen mit oft Vierfachbelastung, Familie, Kinder, Haushalt und Beruf natürlich sehr belastet werden. Und da muss man natürlich schauen, dass man die auch unterstützen kann von Seiten des Hilfswerks. Dem Geschäftsführer der Salzburg-Woche lag ein besonderes Thema am Herzen, da man aus Unwissenheit finanziellen Schaden erleiden kann. Naja, wenn wir ein Foto bekommen, wo kein sogenanntes Urheberrecht oder Fotocredit, wie es in der Sprache heißt, drauf ist, dann erscheint es einfach nicht, weil wir das Risiko nicht eingehen können. Da stecken oft Urheberrechtsklagen mit 4, 5, 6, 7.000 Euro dahinter. Und da bitte ich um Verständnis, dass wir das nicht nehmen können, wenn nicht klar ist, dass also jemand die Urheberrechte dafür hat. Insgesamt gesehen war der Abend sehr informativ und Ähnliches ist durchaus erwünscht. Ich glaube, wenn Probleme auftauchen und daher auch das notwendig ist, dann kann man das ohne weiteres erweitern. Ich glaube, dass das auf jeden Fall wünschenswert wäre. Die Themen werden ja irgendwie in der Gemeindepolitik dann vorgegeben. Und daher ist auch das dann wünschenswert, wenn man darauf eine Antwort bekommt.